Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Die Glow Goodie Bag ist bei mir angekommen. Die gab es ja jetzt zu kaufen. Und vielen Dank an der Stelle an Nicole vom Kanal Chiquitas Place. Sie hat mich darauf hingewiesen, dass es diese coole Goodie Bag jetzt zu ergattern gibt. Und man konnte sich 2 Stück bestellen. Ich habe mir eine bestellt und für eine Freundin mitbestellt. Und wir haben schon ein bisschen reingelinst, weil sie gesagt hat, bevor du mir das ganze Ding schickst, schau doch bitte einmal kurz vorab und schick mir, was das ist, weil ich ihr die Sachen immer zuschicke. Und das, was sie nicht gebrauchen kann, das hat sie direkt freigegeben für euch zur Verlosung. Vielen Dank an der Stelle. Und ich werde auch einiges aus meiner Bag hier verlosen. Deswegen gibt es in diesem Video hier eine Doppelverlosung. 2 Leute können gewinnen. Ich werde richtig schöne große Pakete packen und dann gibt es da jede Menge. Deswegen macht unbedingt mit, schaut in die Infobox, dass ihr bei der Verlosung dabei seid. Wie gesagt, sie hat richtig viel aussortiert und ich werde hier auch einiges aussortieren, habe aber auch noch was da. Deswegen Doppelverlosung. 2 Leute können gewinnen. Ich öffne das. Ich habe nur mal kurz drüber geschaut. Oh Gott, ich ziehe einfach mal raus. Erstes Produkt, finde ich extrem cool, sind diese Balea Augenpads. Hydrogel Augenpads mit Hyaluron und Kaktuswasser. Und da gab es doch diese Tuchmaske dazu. Und auch die Crememaske. Und jetzt gibt es auch Augenpads. Sind die im Standardsortiment? Das hat mich extrem gewundert, weil ich finde die super cool. Ich würde mir die auch kaufen. Hoffentlich gibt es die demnächst bei DM. Wenn ihr das wisst, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, weil das wäre richtig cool. Nächstes. Von Bio Vegan Skin Food Bio Hanf Lippenpflege. Was ist das hier? Zarte Lippenpflege mit Superfood Extrakt Bio Hanf Samenöl und Shea Butter für Schutz und geschmeidig sanfte Pflege. Finde ich cool. Und alles, was ich in die Verlosung packe, das werde ich euch jetzt hier auch schon mitteilen. Aber es werden auch noch andere Produkte und die Produkte von meiner Freundin noch mit dabei sein. Deswegen, das ist so ein bisschen, wisst ihr dann schon was, und ein bisschen Mystery. Dann habe ich hier noch was, das hat mir auch gut gefallen. Von 4711 Remix Cologne Refreshing, ja, solche Tücher. Erfrischungstücher mit diesem Duft und ich mag die Düfte davon richtig gerne. Das sind 3 verschiedene drin. Das ist ein Erfrischungstuch Clean Hands More Friends, also für die Hände vielleicht auch. Dann das auch, so ein orangenes und eins in Gelb, Zitrone, Orange und was war das andere? Ach, jetzt Neroli. Vielleicht werde ich da auch, weil das sind jeweils 3 Stück drin, beziehungsweise von dem roten 4. Da werde ich vielleicht dann auch was. Ich habe eins extra, Leute. Das ist mir auch noch nie passiert. Weil normalerweise sind hier nur 3 Stück pro Packung drin. Und bei mir tatsächlich 4. Ich werde da was aber von abgeben und auch in ein Verlosungspäckchen mit reinmachen, weil so viel muss ich nicht haben. Dann war noch was von Lavera mit drin. Das ist neu. Pure Beauty Hautbildverfeinerndes Fluid mit Biominze und natürliche Salicylsäure mattiert die Haut, bekämpft Hautunreinheiten. Das finde ich cool, das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Wundert euch nicht, das sieht jetzt so aus, hätte ich hier super viele Pickel bekommen. Aber ich habe anscheinend eine Ananasallergie. Ja, also ich habe Ananas gegessen vor ein paar Tagen und direkt 10 Minuten danach. Ja, und das habe ich jetzt leider immer noch. Immer was Neues bei mir. Es wird nicht langweilig, leider. Dann war noch was drin von Sukin. Ein Serum. Interessant. Das sieht so aus. Gefällt mir auch. Werde ich ausprobieren. Finde ich cool. Was die Sachen jetzt kosten, weiß ich nicht genau. Aber die Bag soll wohl einen Wert haben von 180 Euro. Und ihr denkt euch jetzt auch, laber nicht so viel, pack aus. Ich mache. Jetzt hier von Seeberger Snack
to go. Nuss-Trio geröstet und gesalzen, finde ich cool. Werde ich der Kleinen mal vielleicht im Kindergartenrucksack reinpacken, dann kann sie ein paar Nüsse essen. Ja, finde ich ganz schön. Sowas schmeckt ja auch immer gut. Dann habe ich was drin von S. Oliver. Ein Parfüm, ein Duft, da habe ich mich sehr gefreut. Feels like summer, aber ich habe ihn noch nicht getestet und ich habe ihn mir auch noch nicht angeschaut. Wow, schön. Also das gefällt mir. Ich gucke mal. Vielleicht könnt ihr es sehen, das sind halt hinten solche Blumen und die schimmern dann durch. Gefällt mir richtig gut und das sprühe ich jetzt auch mal. Und dann werde ich da mal dran schnuppern. Riecht als allererstes mal extrem nach Alkohol und ganz, ganz, ganz leicht, ganz, was ganz Dezentes ist das wirklich nur. Riecht aber gut, gefällt mir. Ist sowas für den Alltag, würde ich jetzt mal sagen. Als nächstes ziehe ich hier raus wieder ein Serum, 2% Probiotik-Komplex Moisturizing und so ein Milchserum. Sowas mag ich extrem. Das ist ja neu jetzt von Catrice hier, Sensitive. Ja, finde ich sehr ansprechend. Nächstes. Eine Maske von Garnier. Da gibt es jetzt auch noch eine grüne Variante und dann gibt es ja auch noch eine, ich glaube, mit Ananas. Oh mein Gott, jetzt kommt es mir gerade. Ob ich das dann vertrage? Ich habe gerade ein bisschen Angst. Vielleicht sortiere ich die auch direkt aus und mache die in eine Verlosung, weil ich habe jetzt echt ein bisschen Panik bekommen. Das tut auch richtig weh, Leute. Das ist jetzt ein bisschen überschminkt, ne? Aber das sieht schon aus wie so ein Streuselkuchen. Ja, finde ich ganz cool. Ich werde das auch nach dem Video wieder abmachen, aber dachte, das ist jetzt ein bisschen ansprechender. Dann habe ich was, da habe ich mich auch gefreut. Da habe ich schon die Werbung auf Instagram gesehen. Catrice Beauty Booster Kollagen und Glow. Finde ich richtig cool. 7 Trinkampullen. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren, ob man dann davon was merkt. Ich weiß es nicht. Wenn das jemand von euch schon mal getestet hat und weiß da irgendwie was, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Finde ich super interessant, sowas. Leute, da ist so viel drin. Es tut mir jetzt schon leid für die Länge des Videos. Und da haben wir auch das erste Produkt, was in die Verlosung wandert. Und zwar ist das ein Trockenshampoo von Batiste in der Variante Cherry. Super, super schön. Und das hat meine Freundin auch aussortiert. Ich benutze ja immer die Trockenshampoos hier von Colab. Und mit Batiste, da komme ich nicht so gut zurecht. Deswegen wandert das auf jeden Fall in die Verlosung. Ich ziehe was ganz Großes raus gerade. Oh, okay. Oh, ist schon ein bisschen offen. Unten war es schon offen. Von Veet Pure Kaltwachsstreifen. Okay, cool. Ist nicht schlecht, aber irgendwie bei mir funktioniert das nicht. Ich habe mir das auch schon mal gekauft. Ich wollte das dann auch hier fürs Gesicht benutzen. Das hier ist so eine dunkle Verfärbung. Ich weiß es nicht, entweder hormonell oder weil ich hier so eine Ader habe. Bin ich mir inzwischen nicht mehr sicher, aber auf jeden Fall ist es kein Schnurrbart. aber trotzdem, ein paar Härchen hat man ja. Und dann habe ich das mal probiert und dann habe ich das auch mal an den Beinen probiert und bei mir irgendwie hat das nicht geklappt. Vielleicht bin ich zu zimperlich. Deswegen wandert das auch in der Verlosung, finde ich aber an sich ganz cool. Und meine Freundin hat das auch aussortiert. Dann habe ich hier noch was, das landet auch in der Verlosung. Ein Self-Tanning Foam Light to Medium von Bondi Sands. Ich glaube, ich kenne die Marke und ich meine, das soll auch sehr gut sein, aber ich vertrage meistens keine Bräunungsprodukte. Ich habe da schon etliches ausprobiert, habe das leider nicht vertragen und deswegen möchte ich jetzt gar nicht erst ausprobieren. Das ist ein cooles Produkt und deswegen, ich möchte es nicht verschwenden. Ich verlose es lieber direkt und meine Freundin hat es auch aussortiert übrigens. Also da kriegt ihr schon was Cooles in die Verlosung. Eine Palette ist mit dabei von Manhattan, Amazing Wow Edition und ich habe hier die 005. Ja, was
bunteres. Ja, ist jetzt nicht ganz so meine Palette. Ihr wisst, ich bin da ehrlich mit euch. Ich sag nicht immer bei allem, das ist ja super schön und super cool und das finde ich alles toll. Das ist nicht so bei mir. Wenn ich eine Meinung habe, dann habe ich die Meinung und da spiele ich nichts vor. Ja, also ist nicht so schlecht, spricht mich jetzt aber nicht so an. Und man muss ja auch dazu sagen, dass diese Glow Goodie Bag eigentlich eher jüngere Mädels anspricht. Ich bin ja jetzt schon über 30, also einige Produkte, da habe ich mir auch gedacht, das ist schon für die Jüngeren eher was. Aber ob das für Jüngere so ansprechend ist, warum hätte man da nicht besser eine von Catrice oder von Essence reingepackt? Habe ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen können. Schreibt mir da gerne mal in die Kommentare. Ja. Nächstes Produkt, was riesengroßes, nochmal schön abgesichert. Das finde ich gut. Von Dove Body Love reparierende Pflege, eine Serum Body Lotion. Ja, finde ich nicht schlecht. Werde ich ausprobieren. Ist aber eine richtig große Flasche, 400 Milliliter. Oh mein Gott. Ja. Das werde ich aber vielleicht erst im Herbst, Winter dann verwenden. Was ist das? Ah ja, eine Bambuszahnbürste. Ich habe eine elektrische Zahnbürste, deswegen wird die auch in die Verlosung wandern. Hat meine Freundin auch aussortiert. Ja, finde ich aber generell nicht schlecht. Die Verpackung gefällt mir, aber die Zahnbürste lasse ich jetzt drin. Das soll ja auch hygienisch sein. Dann, nächstes Produkt, sind solche Fingernägel. Ich denke, das ist halt so ein Produkt, was eher was für jüngere Mädels ist. Ja, kann mich aber auch irren. Aber ich schätze einfach mal, dass das halt eher von Jüngeren getragen wird. Velvet Nude finde ich eigentlich ganz schön, die Farbe. Aber das ist nichts für mich. Aber ich finde es eigentlich ganz süß und ich hatte sowas, wie ich jünger war, auch. Meine Freundin hat das auch aussortiert, das wandert auch in die Verlosung. Nächstes Produkt, was ist das? Oh, das kenne ich, das ist cool. Das habe ich auch da, finde ich super cool von, oh Gott, jetzt kommt es wieder, O'Keeffe's. Ich kann es nicht aussprechen. Kann sein, dass das so heißt, kann aber auch anders heißen. Ist eine Fußcreme und die hilft extrem gut. Also die ist richtig schön reichhaltig. Wenn ihr da noch eine schnelle Sofortpflege braucht für tolle Sommerfüße, kann ich es euch sehr empfehlen. Die ist richtig, richtig gut. Werde ich auch behalten. Nächstes Produkt hat mir auch sehr gut gefallen. Das ist so eine Haarmaske mit Melone und die ist von Garnier Fructis. Da habe ich mir tatsächlich auch schon länger überlegt, die mal auszuprobieren. Die hier ist jetzt, ja, für Volumen, aber brauche ich eigentlich nicht. Aber ich möchte es mal ausprobieren. Ich hoffe, das macht nicht zu krass Volumen. Ich mag das auch nicht am Ansatz, wenn das so viel Volumen hat. Das mögen ja die meisten. Ich mag es gern blatt. Ich mag es gern so richtig matschig, aber nein, also schon so ein bisschen halt, ne? Ich werde das mal ausprobieren, hat mich angesprochen, ich gucke mal, ob man schon was, ja, riecht nach Melone, riecht ganz gut, ja, finde ich schön, so ein großes Ding hier. Nächstes, was Kleines, eine Bubble Mask von The Beauty Mask Company. Crazy Cactus Bubble Mask, Kaktus und Wasserlilie. Das werde ich auch in die Verlosung mit reinpacken, weil ich bin nicht so der Fan von Bubble Masks. Deswegen, ja, wenn es mich jetzt nicht zu 100% anspricht, dann mache ich es lieber für euch mit rein. Nächstes Produkt ist von Mara Expert und das habe ich schon da. Und deswegen, das kann man zwar immer gebrauchen, sind solche Interdentalbürstchen, aber ich dachte, vielleicht kann es mal jemand von euch noch ausprobieren, weil ich benutze das hier nicht so häufig, eher so Zahnseide-Sticks. Deswegen mache ich das auch in die Verlosung.
Oh, jetzt kommt's schon. Nächstes Produkt ist ein Nagellack von Essie. Der hier, schöne sommerliche Farbe, orange. Don't be spotted. Sieht eigentlich echt sehr schön aus, aber orange ist überhaupt nicht so meine Farbe. Deswegen wandert auch der schöne Essie-Lack in der Verlosung. Nächstes. Oh, ich versuche mich schon zu beeilen, Leute. Ist von Garnier Skin Active. Eine feste Reinigung, so eine schwarze Seife ist das. Ich denke mal gegen Unreinheiten. Gegen Unreinheiten, genau. Gesicht, Rücken, Hals mit Salicylsäure und Kohle. Finde ich nicht schlecht. Aber ich weiß, dass ich das nicht so häufig benutzen würde. Deswegen mache ich das auch in die Verlosung mit rein. Bevor es bei mir ewig rumliegt, das hat keinen Wert. Nächstes Produkt, Leute. Ja, noch ein Nagellack von Alessandro. Nail Polish Nagellack, auch in orange. Warum? Warum denn? Meine Freundin hat den Essie-Lack übrigens auch aussortiert, weil orange auch nicht so ihre Farbe ist. Und hatte hier von diesem Lack einen schönen blauen mit Schimmer mit drin. Die werden auch beide in die Verlosung wandern, genauso wie bei mir auch. Dann war noch was mit drin, da muss ich ein bisschen kritisch werden. Das ist so ein Becher hier, wie heißt das, so ein Shaker. Shapeworld.com. Ja, kann man halt eben öffnen, ist so ein Sieb mit drin. Da bekommt man auch Rabatt, 20%. Und dann ist hier was drin zum Abnehmen. Eine Probe, ein Tester mit Vanillegeschmack. Und da muss ich leider etwas kritisch werden. Ich bin schon was älter und denke da an die jungen Mädels, die die Glow besuchen. Ich war ja auch schon mal auf der Glow und das sind wirklich überwiegend junge Mädels. Und das finde ich nicht gut, dass so ein Abnehmprodukt in der Bag drin ist. Das finde ich nicht in Ordnung. Ich denke, die Jugendlichen, die jungen Leute von heute, die haben schon genug Druck, gut auszusehen. Wenn ich mir das überlege, wie die Mädels heute aussehen, wie wir früher ausgesehen haben. Also da ist schon genug Druck und alles dahinter. Und dann sowas noch mit reinzupacken, das denke ich, ist nicht in Ordnung. Das spricht die falsche Masse an. Deswegen muss ich hier leider ganz klar sagen, finde ich nicht gut. Dann nächstes Produkt ist das hier. You Glow Girl. Was ist das? Ein Glow Tan Mist. Also auch etwas, was bräunen soll. Da habe ich ein bisschen Angst. Deswegen, das wandert auch in die Verlosung. Wie gesagt, ich vertrage es eben meistens nicht. Meine Freundin hat das übrigens auch aussortiert. Und haben wir es gleich geschafft? Oh Leute, ja, was noch? Ein paar Produkte sind es aber noch. 4 Produkte, unter anderem ein Lipgloss von Essence. Das finde ich jetzt schön, das ist was für die jungen Mädels. Das ist auch so was Farbloses, das passt immer. Finde ich wirklich schön. Ich habe aber genug da, deswegen das wandert auch in die Verlosung. Und dann habe ich was, das finde ich cool, von Anne Verde, Lip Scrub Juicy Orange. Das werde ich behalten, das spricht mich irgendwie an. Duftet schön, sind 8 Milliliter. Das werde ich testen, finde ich cool. Und dann habe ich noch was von Anne Verde, Rose Tinted Highlighter. Und da habe ich mir auch schon ein paar Mal überlegt, sowas zu holen. Ich werde den jetzt mal ausprobieren, gleich hier auf dem Handrücken. Okay. Sieht so aus. Werden wir vielleicht auch mal in einem Video testen. Mal gucken. Ich finde, die Produkte duften immer so toll. Finde ich nicht schlecht. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Und dann ist noch was zu essen mit drin. Ein Riegel. Freue ich mich drüber. Den werde ich auch gleich essen. Proteinbar. Brownie. Brownie-Geschmack. Oder? Ja. Brownie Core. Da ich den eh gleich esse, werden wir den mal aufmachen.
Ach Leute, das sieht ja wahnsinnig lecker aus. Riecht halt wie so ein typischer Proteinriegel auch. Ach, da freue ich mich gleich drauf. Wenn ich das Video schneide, wenn ich das in mein Programm reinlade, werde ich den essen und mein Kaffee steht auch schon bereit. Dann werde ich das alles hier, also das war jetzt richtig viel, was in die Verlosung kommt. Bei meiner Freundin war es auch so viel. Und werde noch ein paar Sachen extra reinpacken. Könnt ihr euch freuen. Macht unbedingt bei der Verlosung mit. Es lohnt sich. Und teilt auch gerne das Video mit euren Freundinnen. Dann könnt ihr vielleicht zusammen gewinnen. Das war's jetzt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.